für missbräuchliche Schüler nicht. Es ist absolut zentral, dass die Inhalte, die wir in den verschiedenen Kursen oder in den Lehrmitteln, die wir zur Verfügung stellen, neutral sind. Dass wir sowohl die positiven wie auch die negativen Aspekte adressieren. Und solange dass wir das die aufrechterhalten, sehe ich kein Problem im Zusammenhang mit einem Privaten, der sich in der Schule engagiert. Problematisch wird es dann, wenn in diesen Lerneinheiten Produktewerbung drin ist, wenn das Logo von der Firma ständig immer wieder vorkommt oder wenn schlicht Botschaften und Aussagen drin sind, die nicht stimmen.